geht doch. So, jetzt rennen wir hinterher. Komm. Who's your daddy? Nein! Was ist los mit dir? Komm her jetzt. Er verarscht mich halt. Er will mich halt damit treffen. Jetzt renn. Ja, er rennt. Nice. Nein, er rennt nicht. Alles klar. Das kann jetzt sich nur um Stunden handeln. Ja, jetzt rennt er aber. Komm schon, Alter. Hallo, hier bin ich. Komm, mach deinen Ansturm. Sehr lieb. Ja, das sieht so aus, als würde er seinen Ansturm machen. Alles klar, er macht seinen Ansturm. Die Framerate im Arsch. Yay. Egal, weiter geht's. Kurz warten. Und... okay. Noch einmal einen mitgeben. So, weil wir es können. Ja. Einmal so super. Jetzt einmal rennen. Please. Ja, er rennt. Gucci, Gucci, Gucci. Du bist aber ein Süßer. Ja, komm zu Papi. Oh, mit deinen ekligen Füßen hier. Zack, zack. Jetzt zählt auch zu einer der einfachsten Bosse so. Gibt schon. Ach, genau. Komische Wichse da. Hat er mich auch noch nie mitgetroffen. So, eigentlich kann der nichts, aber ich bin bei dem auch schon verreckt. Also, nicht schlimm, wenn er hier mal drauf geht. Weil sein Angriffsmuster ist eigentlich relativ simpel. Distanz bewahren, warten, bis der runtergeht mit dem Kopf und losrennt. Und dann könnt ihr den attackieren. So, das, was ihr machen müsstet. Könnt ihr noch ein paar Mal hauen, so. So, jetzt wollte er mir gerade mit der Kralle eingeben. Aber nicht mit mir. So, jetzt warten wir wieder, bis der Spasti seinen Kopf runter... ja, als ob ich hier runterfall. Träum weiter. Genau. Jetzt macht er wieder seine Wichse da auf dem Boden. Bist du geil. Ja, komm. Hier bin ich. Ja, oh, du bist ein Feiner. Ja, komm zu Papi. Komm, küsst ihr Leckerli. Ja, super. Ja, du bist ein Feiner. Ja, komm. Ich hoffe, dir schmeckt meine Katana. Oh, fuck my life. Ich hoffe, dir schmeckt meine Katana. Und guten Appetit. Und goodbye, Motherfucker. Das war der Klaffdrache. Und Schandstadtschlüssel. Jetzt können wir da hinten das Tor aufmachen. Jetzt sollte man eigentlich erst, also erst hiernach sollte man nach Bleitown. Zumindest denke ich das. Weil nicht jeder hat diesen, nicht jeder nimmt diesen Schlüssel am Anfang. Wir konnten ja nur nach Bleitown, weil wir unten durch dieses Tor gegangen sind, wo wir den Geheimschlüssel benutzt haben. Das macht aber nicht jeder. Und deswegen können wir jetzt erst nach Bleitown. Also nach dem von dem Spiel vorgesehen ist halt jetzt erst nach Bleitown zu gehen, nachdem man die Tiefen gemacht hat. Wir haben es halt ein bisschen ausgetrickst. 44.000 Seelen, ja, das ist schon eine Hausnummer. Wir haben das Artorias-Ding schon fertig. Ich will nur eben die Tür aufschließen, sonst könnte ich einen Homeward-Bone benutzen. Wir schließen eben kurz die Tür hier hinten auf. So, Schandstadtschlüssel benutzt. Okay. Holy shit. Alles klar. Das tue ich mir auf keinen Fall an. Aber vor allem nicht mit 44.000 Seelen. Nee. Gut, dass wir das hinter uns haben. Wir haben ja Quelaag schon gekillt. Wir haben uns auch das Ding geholt. Alles supi. So, unsere Aufgabe ist es jetzt wieder zurückzugehen. Aber das ist ja kein Weg. Nee, ich brauche keinen Homeward Bone dafür verballern. So. Wir haben ja den Shortcut hier aufgemacht. Alles ist gut. So, das heißt, wir können jetzt gleich ein paar Punkte verteilen. Yay! Wobei ich überlege, ob ich nicht... gucken, ob wir die Waffe aufwerten können. Ausrüstung reparieren erstmal ganz wichtig. Sollte man immer hin und wieder mal machen. Kostet nur ein paar Seelen, also ist jetzt nicht so teuer. So, aufsteigen. Wir könnten jetzt Beweglichkeit... 5 Punkte können wir verballern. Wir könnten 5 Beweglichkeit machen. Oder 5 Konditionen. Ich habe gerne viel Ausdauer. Und unsere Belastung steigt bis auf 117. Was halt der Wahnsinn ist.
bei 5 Punkten, um 9 Punkte zu steigen, ist schon sehr, sehr geil. Aber ich hätte auch gern die 15 Intelligenz, um die stärkere Waffe Waffenverzauberung zu nehmen. Deswegen werden wir das machen und das erstmal. Ja, ich weiß, bla bla, ich sollte eigentlich was anderes und so. Haben wir die Seele eines Kraftdrachen? Ich glaube, der gibt keine Seele, ne? Ne, haben wir nicht. Quellark haben wir durchgelesen. Was haben wir? Genau, Schandstadt-Schlüssel haben wir bekommen. Komisches Wort. Schlüssel zur Schandstadt aus den Tiefen der Stadt der Untoten, der von dem Kraftdrachen verschluckt wurde. Die Schandstadt ist ein widerwärtiger Ort und selbst die Bewohner der Tiefen fürchten ihre Gefahren. In der Hoffnung, die Gefahren wegsperren zu können und in Sicherheit zu leben, haben sie dieses mächtige Tor gebaut. Okay. Alles klar. Achso, genau. Und wir haben die Waffe bekommen, ne? Großaxt des Drachenkönigs. Was man dafür braucht? 50 Stärke. Die hat aber auch 380 Grundschaden, was halt abnormal ist. Die skaliert aber mit nichts, was halt wieder nicht so geil ist. Dafür Heiltung 38. Das habe ich gerade mit dem... Oh, boah, krass. Die Waffe kann schon einiges. Wenn du überlegst, hier ist eine andere Großaxt, die einfach nur 140 hat, aber dafür skaliert die dann. Skalieren habe ich, glaube ich, schon mal erklärt. Diese Axt ist eine der seltenen Drachenwaffen und aus dem Schwanz des Klaff-Drachen, einem entfernten und absonderlichen Nachkommen der immerwährenden Drachen geformt. Die mystischen Kräfte dieser Axt entfalten sich, wenn sie beidhändig geführt wird. Man kann, wenn man die trägt, ich ziehe die mal an, trage die beidhändig. Okay, das geht nicht. Also man muss die tragen können. Normalerweise, wenn man dann den starken Angriff macht, wenn die beidhändig getragen wird, dann gibt es eine Spezialfähigkeit. Ich kann euch die mal beim Dingens, bei der anderen Drachenwaffe, wir haben ja schon eine Drachenwaffe. So, das gerade Schwert. Wenn ihr die beidhändig tragt und, und einfach ganz normal den starken Angriff macht, dann macht er so eine Art... Dadurch geht die Waffe aber kaputt. Müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Also wir visieren den jetzt an und machen einfach mal den Angriff. Wenn er treffen würde. Okay, der trifft gerade. Was ist los mit dir, Kerl? Lass dich doch einfach treffen. So. Also ihr habt dann so eine Art, so einen Shot. Oder sowas kann man sagen. Was sehr, sehr, sehr cool ist. Aber die Waffe brauchen wir jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie das bei der großen Drachenwaffe ist. Was für ein Skill man da hat. Ob man dann ein Erdbeben bekommt oder so. Ich benutze solche Waffen halt gar nicht. Ja, scheiß auf die Viecher. Wir rennen einfach durch. Kein Bock mich jetzt mit den... Oh, oh. Dich habe ich ganz vergessen. Sorry, Kumpel. Keine Zeit für dich gerade. Der Typ mit dem Schlachtermesser, der kommt nicht wieder, das wissen wir ja, hoffentlich. Bitte komm nicht wieder, das wäre super gut. Ja, okay, er kommt nicht wieder. Das heißt, wir müssen hier unten hin. Achso, ach nee, ich dachte, wir hätten die alle gekillt, aber wir waren ja gerade am Feuer. Die Waffe, zack, und zack. Next one, please. Hey, my friend. Und goodbye, my friend. Hast du was gedroppt? Hm? Leuchten sieht manchmal so aus, als ob die was droppen würden. Aber tun sie nicht. Hier ist noch ein Wauwau. Check. Hier war ein Wauwau. Ich brauche Übersicht. Machen es lieber safe than sorry. Lass es. Okay, safe than sorry. Und erstmal einen Schlag kassieren von beiden. So. Zack. Aha, du triffst mich nicht, du triffst mich nicht. Na, und er wollte mich abstechen. So geht das, mein Freund. Zack. Und next one. Tja. Ich wünschte, das Sprinten würde auch so kurz gehen. Also, ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich kurz sprinte. Also das dauert zu lange, also der muss halt erst im vollen Sprint sein, um die Attacke zu machen, was halt voll komisch ist, weil dieses Zustechen ist halt super nice.
Aber ich muss halt voll lange warten, bis der den machen kann. Wenn er die auf kurze Distanz machen würde, wäre super gut. Macht er aber nicht. Naja. So, da oben den Bogenschützen. So, damit haben wir dich auch schon mal fertig. Jetzt muss ich gerade überlegen. Was ist die nächste Aufgabe, die wir haben? Ja, wir müssen Sith killen. Ganz, ganz klar. Deswegen werde ich jetzt sagen, Finsterwoods Garden ist unsere nächste Anlaufstelle. Ich hoffe, wir packen das mit dem jetzigen Level. Genau, wir können uns. Und die Magie können wir uns holen. Ich hoffe, die ist nicht zu teuer. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Fuck it. Ja, egal, es wird schon. Hey, ho, hey, ho. Drop us, komm schon. Und zack. Ach so, zack. Ja, soweit will ich nicht. Hör auf mit deinem Scheiß zu werfen, du Sau, du. Dumme du. Okay, du wolltest nicht anders. Alles klar, erstmal daneben hauen, du Mongo. Da hinten ist etwas, seht ihr das? Hä? Sitzt da einer? Da sitzt einer. Lo, what the fuck? Okay. Ich habe da ja noch nie einen sitzen sehen, so what? Da sitzt halt echt einer. Das ist der Typ, den ich meinte, den wir gerade hätten eigentlich sehen müssen. Was sucht der denn hier? Hi, Shemai. And good day to you. I'm Donald of Xena. I'm just, well, a peddler of sorts. I adore trinkets and oddities, so I trade for them. Okay. Man kann seine Rüstung kriegen. Das ist die Kristallrüstung, glaube ich. Hier könnt ihr ein gerades Kristallschwert holen, ein Kristallgroßschwert und ein Kristallschild. Die könnt ihr aber auch droppen. Gebt dafür kein Geld aus. Das habe ich am Anfang gemacht. Das wusste ich nicht. Hier gibt es die Rüstung von dem. Helm des Weisen, Rüstung des Ruhmreichen, Stulpen des Überwinders und Stiefel des Erkunders. Super geile Rüstung. Sieht super nice aus. Können wir mal kurz lesen. Ein bizarrer Helm des alten Landes Xena. Der Heimat des seltsamen Händlers angeblich symbolisieren die beiden Hörner Weisheit. Angeblich symbolisieren die diversen Medaillen Ruhm. Angeblich symbolisieren die goldenen Armreife einen Überwinder. Die eingearbeiteten Silberringe symbolisieren einen Erkunder. Okay. Achso, fuck. Hat der einen Schlüssel? Genau. Öffnet jedes einfache Schloss. Hier kriegt ihr den Generalschlüssel, aber der kostet halt 5k. Müssen wir nicht mehr holen, haben wir nämlich schon. Einen im Besitz. Die Waffen gefallen mir auch, aber die sind halt echt schlecht so. Die haben einen coolen Grundschaden. Sonst hat der Goldharz. Naja. I'm afraid I don't see anything here. Okay. Mehr sagt er nicht raus. Okay. Well, that is a shame. But no matter. No, not to worry. Come back again. I'm always available. Not every trade was meant to be. There'll be more in store for us. Someday, sometime. Ich überlege gerade, brauchen wir den? Nicht wirklich, ne? Ich würde den gerne da runterkicken. Aber bei meinem Glück werde ich wahrscheinlich draufgehen. Und dann darf ich den ganzen Weg wieder laufen. Ich weiß nicht. Also meistens gehen mir die ganzen NPCs am Arsch vorbei. Ich brauche halt nur bestimmte NPCs. Zum Beispiel den Magier. Um die große Zauberwaffe zum Beispiel zu lernen. Oder besondere Dingens gibt es nicht so. Es gibt keinen Schmied, den ich unbedingt brauche oder sowas. Deswegen. Ja komm, what? Was soll's, Alter? Gib ihm. Ja komm. Oh, rein, Digga. Ach Mann, und dann droppst du nicht mal was? Du bist ja eine Flasche. Super. Dafür habe ich den jetzt gekillt. Komme ich hier wieder rüber? Können wir da hinten rüber jumpen?
Hm,